Bodo tanzt den Sandstrandtanz. Eine Geschichte von Astrid Menke. Aus dem Buch Bodo bin ich dumm und die Jahreszeiten von Astrid Menke. Hallo, ihr kennt mich ja schon. Ich bin Bodo bin ich dumm und ich klettere ganz viel durch Bücherregale, weil ich ein Bücherwurm bin. Und ich kann euch sagen, die Urlaubsbücher, die sind richtig schön. Dafür hatte sich die Kletterei im Regal richtig gelohnt. Vielleicht konnte ich mich doch noch kurzfristig für ein Urlaubsziel entscheiden. Natürlich habe ich eine sehr schöne Wohnung in einem Bücherregal, doch auch ich wollte einmal verreisen. Ich schaute mich in den Büchern um und schon bald stand für mich fest, ich mache Strandurlaub. Voller Vorfreude packte ich meine Koffer. Fröhlich singend kam ich schnell vorwärts. Ich singe so gerne. Meistens Lieder, die ich selbst geschrieben habe. Mein Lieblingslied handelt natürlich von mir. Ich bin Bodo bin ich dumm. Das kennt ihr bestimmt schon. Ich würde mich nicht wundern, wenn es hier in den Regalen heimliche Zuhörer gäbe, die schon alle Strophen mitsingen können. Manchmal fühle ich mich nämlich beobachtet. Beim Kofferpacken musste ich mich schon sehr konzentrieren. Ich hatte versucht, mir alles zu merken, was ich in den Büchern gelesen hatte. Zum Tauchen braucht man Schnorchel und eine Taucherbrille. Sonnencreme musste ich auch unbedingt mitnehmen, da ich eine sehr empfindliche Haut habe. Handtücher sollte man mitnehmen und vor allem viel Wasser, da man gerade bei Hitze genug trinken muss. Vielleicht konnte ich dort auch Wasser bekommen. Viel Platz hatte ich nämlich nicht mehr in meinem Koffer. Es gab noch jede Menge andere Sachen, die ich in meinen Koffer packen musste. Meine Zahnbürste hatte ich schon eingepackt. Jetzt noch einen Sonnenhut und meinen Zeichenblock, damit ich ein paar schöne Bilder malen konnte. Ach ja, und natürlich meine Notenhefte und die Stifte. Schließlich konnte mir jederzeit ein Lied einfallen. Das ist immer eine Sache, wenn man selber Lieder schreibt. Die Ideen kommen nie, wenn sie sollen, sondern meistens, wenn man gar nicht daran denkt. Und wenn man dann nichts zu schreiben hat, kann die schöne Idee ganz schnell wieder verschwinden. Naja, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es jemanden gibt, der so schnell Koffer packen kann, wie ich das vor diesem Urlaub getan hatte. Grundsätzlich habe ich auch gar kein Problem, meine Koffer durch die Regale zu transportieren. Irgendwann einmal habe ich einen Knopf von einem Kleidungsstück der Menschen gefunden. Den kann ich zusammen mit ein paar Haken und einem Seil zu einem Seilzug zusammenbauen. Das Seil habe ich aus Buchbändern geflochten. Buchbänder gibt es in zahlreichen Büchern und die Menschen benutzen sie als Lesezeichen. Es gibt überhaupt sehr viele Sachen, die Menschen als Lesezeichen benutzen. Briefumschläge, Bonbonpapier, Geldscheine und manchmal auch Sachen, von denen ich jetzt lieber nicht rede. Ganz schlimm finde ich es, wenn die Menschen Eselsohren in die Bücher machen. Das heißt, sie knicken die Seiten, auf denen sie zuletzt gelesen haben, an einer Ecke um. Das ist ganz schön doof, weil man den Knick nicht wieder herausbekommt. Als Bücherwurm bekommt man in den Büchern schon eine ganze Menge Sachen mit, das könnt ihr mir wohl glauben. Zahlreiche Ausflüge habe ich so mit meinen selbstgebauten Seilzügen schon gemacht. Schließlich muss man sich ja zu helfen wissen. Eigentlich bin ich ein handwerklich sehr begabter Bücherwurm. Das meiste habe ich aus meinen Büchern gelernt. Es lohnt sich eben doch erst zu lesen, was ich später vernasche. Es ist ja unglaublich, was man alles so selber machen kann. Ich habe ja auch in meiner kleinen Wohnung einen Schrank und ein Bett stehen. Sogar eine kleine Lampe habe ich. Ohne meine Handwerkskünste wäre ich da echt aufgeschmissen. Sägen, Schneiden und Kleben gehören zu den Dingen, die ich fast jeden Tag machen muss. Manchmal bin ich von den Büchern um mich herum so begeistert, dass ich sie unbedingt jemandem zeigen möchte. Vielleicht treffe ich irgendwann einmal einen anderen Bücherwurm, mit dem ich darüber reden kann. Zurück zu meiner Urlaubsreise. An meinem Ziel angekommen, fing ich schon voller Vorfreude an, in einem der Bücher zu blättern. Ich hatte mir ein Buch herausgesucht, in dem es das Meer zu sehen gab. Wunderschöne Strände und Palmen streckten sich mir in den schönsten Farben entgegen. Ein blauer Himmel und türkisfarbenes Wasser rundeten das Bild zu einem einzigen aufregenden Anblick ab. Im Hintergrund war auch eine kleine Strandhütte zu sehen. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass es tatsächlich eine Welt mit so tollen Farben gab. Sicher, in meinen Regalen waren die Bücher auch sehr bunt. Was ich aber in diesem Buch zu sehen bekam, war unglaublich. Da war gar nichts, einfach nur weiß oder schwarz. Alles sah irgendwie leuchtend aus.
Ja, leuchtend und total lebendig. Wenn ich doch nur dort hinein, ich konnte den Gedanken kaum zu Ende denken, da merkte ich schon, dass ich wieder einmal in ein Buch hineingezogen wurde. Nun wurde dieses Buch wirklich sehr lebendig für mich. Kaum zu glauben, aber einen kurzen Augenblick später stand ich wirklich vor dieser Hütte aus diesem Buch. Ich schaute mich um. Alles, was ich sah, war noch schöner und farbenprächtiger, als ich es mir jemals vorgestellt hatte. Die Luft schmeckte nach Salz, ich spürte die Wärme der Sonne auf meinem Kopf und ein leichter Wind erfrischte mich angenehm. Hinter mir hörte ich das Meer rauschen. Ich wusste bis dahin noch nicht, dass man es auch hören konnte. Die Tür der Hütte stand offen. Ich beschloss, hineinzuschauen. Vielleicht konnte ich da ja ein Zimmer für mich finden. Jetzt konnte ich verstehen, warum die Menschen so gern in den Urlaub fahren. Ich beschloss augenblicklich, dass jedes Lebewesen einmal in seinem Leben so einen schönen Ort gesehen haben musste. Ob Bücherwurm, Holzwurm, Fliege, Vogel, Hund, Katze oder Mensch. Das musste hier einfach jedem gefallen. Weit und breit war niemand zu sehen. Die Hütte stand leer. Aber selbst wenn hier jemand wohnen sollte, ich kleiner Bücherwurm konnte doch eigentlich gar niemanden stören. Wahrscheinlich würde man mich nicht einmal bemerken. Wahrscheinlich wisst auch ihr nicht, wie viele Bücherwürmer in euren Bücherregalen herumkrabbeln und es sich dort gemütlich machen. Die Hütte war nicht gerade ein Luxusapartment, doch für meine Bedürfnisse sollte es reichen. Schließlich wollte ich meine Zeit ja auch am Strand verbringen. In einer Ecke entdeckte ich einen Sonnenschirm, den konnte ich gut gebrauchen. Ich packte meinen Rollkoffer aus und verstaute meine Sachen unauffällig. Sollte doch noch jemand kommen, würde er nicht gleich über meine Sachen stolpern. Später suchte ich mir ein schönes Plätzchen am Strand. Warum nur hatte ich noch nie Urlaub gemacht? Naja, lieber spät als nie. Jetzt wollte ich nur noch meinen Aufenthalt am Strand genießen. Leider hatte ich keinen Blasebalg und so musste ich meine Luftmatratze selbst aufpusten. Für einen kleinen Wurm wie mich war das sehr anstrengend und ich brauchte dafür einige Zeit. Für meinen nächsten Urlaub musste ich mir da unbedingt etwas einfallen lassen. Ich beschloss, mich später in meinen Büchern umzuschauen. Den Sonnenschirm hatte ich schnell aufgestellt. Ich stellte meinen Rucksack und mein Wasser in seinem Schatten ab. Die Sonne brannte heiß herunter. Ich zog meine Taucherbrille und den Schnorchel an, um in das herrlich kühle Meer einzutauchen. Schon der nasse Sand unter meinen Füßen fühlte sich sehr angenehm an. Jetzt hätte ich so gern in den Spiegel geschaut. Ich sah doch bestimmt witzig aus mit dieser riesigen Brille und dem Schnorchel. Weil außer mir niemand am Strand war, störte es mich nicht weiter, dass ich wahrscheinlich wie ein kleiner Außerirdischer aussah. Im Wasser schnorchelte ich vor mich hin und entdeckte durch meine Taucherbrille wunderschöne Muscheln, bunte Fische und kleine Krebse. Wie faszinierend es war, die Unterwasserwelt mit ihren unendlich vielen Lebewesen endlich einmal in Wirklichkeit zu sehen. Während ich im Wasser paddelte, merkte ich gar nicht, dass ich Gesellschaft hatte. Als ich aus dem Wasser kam, sah ich am Strand eine Schildkröte, die sich auf einem Handtuch in der Sonne räkelte. Sie hatte ihr Handtuch ganz nah an meine Matratze gelegt und lächelte mich freundlich an. Neugierig ließ ich mich auf meiner Luftmatratze nieder. »Hallo, ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich mich zu dir geselle. Mein Name ist Eka und wer bist du?« fragte sie. Ich unterhielt mich tatsächlich mit einer Schildkröte. »Ich bin wahrscheinlich ein Multikulti-Bücherwurm.« Ich heiße Bodo, bin ich dumm und bin ein Bücherwurm. Ich mache hier gerade Urlaub. Mein erster Strandurlaub. Ich war sehr stolz und grinste über das ganze Gesicht. Das ist ja toll. Ich habe hier gleich einen Kurs im Sandstrand tanzen. Wenn du möchtest, kannst du gern mitmachen. Ein bisschen Bewegung tut dir bestimmt auch gut. Nun grinste auch Eka mich an. Verschaukelte sie mich gerade ein bisschen? Das hatte mir ja noch niemand gesagt. »Willst du damit sagen, ich bin zu dick?« fragte ich erschrocken. »Aber nein, ich wollte nur sagen, wer sich zu wenig bewegt, kann dicker werden als jemand, der Sport treibt. Willst du denn nur die ganze Zeit hier in der Sonne liegen?« Ich stellte mir vor, wie ich wohl aussehen würde, wenn ich mich gar nicht mehr bewegte. Ein schreckliches Bild. »Ja, Eka, du hast recht. Ich werde mich deiner Gruppe anschließen. Es macht bestimmt Spaß.« Und ich konnte dabei noch andere Schildkröten oder Urlauber kennenlernen. »Kannst du mir sagen, was ich da machen muss?« fragte ich sie. »Aber klar, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die anderen kommen.«
Eka hatte ein kleines Gerät bei sich, aus dem Musik kam. Sie klang so gut, dass die Hüften schon von ganz alleine zu schwingen begannen. »Das ist ja ganz tolle Musik. Was ist das für ein Lied?« fragte ich Eka begeistert. »Das ist unser Schildkrötenboogie. Wir nennen ihn auch Sandstrandtanz. Der hat einen mitreißenden Rhythmus, stimmt's?« Sie fing an zu tanzen und sang mir vor, was ich machen sollte. Das war ganz fantastisch. Die Schrittfolge konnte ich mir sehr schnell merken. Schwing die Hüften im Kreis, schwing die Hüften im Kreis, rechts nach vorn, links nach vorn, schwing die Hüften im Kreis. Tanz den Schildkrötenboogie, den Boogie-Woogie, den Sandstrandtanz. Tanz den Schildkrötenboogie, den Boogie-Woogie, den Sandstrandtanz. Heb die Hände ganz hoch, heb die Hände ganz hoch, rechts nach vorn, links nach vorn, heb die Hände ganz hoch. Tanz den Schildkrötenboogie, den Boogie-Woogie, den Sandstrandtanz. Tanz den Schildkrötenboogie, den Boogie-Woogie, den Sandstrandtanz. Drück den Popo ganz raus, drück den Popo ganz raus, rechts nach vorn, links nach vorn, hielt den Popo ganz raus. Tanz den Schildkrötenboogie, den Boogie-Woogie, den Sandstrandtanz. Tanz den Schildkrötenboogie, den Boogie-Woogie, den Sandstrandtanz. Schwing die Hüften im Kreis, schwing die Hüften im Kreis, rechts nach vorn, links nach vorn, schwing die Hüften im Kreis. Tanzen ist schon eine großartige Sache. Eigentlich muss man dabei alle seine Körperteile bewegen, die Hände kreisen lassen und die Arme nach oben und nach unten werfen. Auch die Hüften durften kreisen und die Beine konnten zappeln, wie sie wollten. Hauptsache, man blieb dabei im Rhythmus. Mir war klar, diesen Boogie würde ich nie wieder vergessen. Bei mir zu Hause in den Büchern musste doch bestimmt auch etwas über das Tanzen stehen. Bis zu meinem nächsten Urlaub wollte ich nachsehen, was es da so alles gibt. Vielleicht konnte ich auch selbst einen Tanz erfinden. Na, das war jetzt mal eine ganz neue Idee. Dann schreibe ich nicht nur Lieder zum Singen, sondern auch zum Tanzen. Wenige Minuten nach unserer Tanzeinlage ging ich mit Eka zusammen zu ihrem kleinen Strandhäuschen. Es lag ein Stück hinter meinem Häuschen. Dort warteten schon 4 andere Schildkröten. »Hallo, Tante Eka, wir sind da!« Eka wurde von ihren Freundinnen stürmisch empfangen. Sie stellte mich vor und ich erfuhr, dass Eka hier von allen Schildkröten Tante genannt wurde, weil sie sich liebevoll um alles kümmerte. Sie war eine so liebe Tante, wie sie wohl jeder haben möchte. Aber jetzt ging der Schildkrötenboogie los. Die Schildkröten stellten sich so auf, dass jeder genügend Platz zum Tanzen hatte. Ich stellte mich mitten hinein, damit ich alles sehen konnte. Die Musik begann und begleitete unsere Gymnastik. Mit vielen Freunden machte das erst so richtig Spaß. Wir legten sogar noch einen Zahn zu, wie die Menschen manchmal so sagen. Wir wurden immer schneller und ich musste aufpassen, dass ich nicht aus dem Takt kam. Mir machte das Tanzen so viel Spaß, dass ich gar nicht merkte, wie die Zeit verging. Zwischendurch gab es kurze Atempausen und meine neuen Freunde zeigten mir neue Schritte und Bewegungen, die man in den Tanz einbauen konnte. Nach diesem tollen, aber auch sehr anstrengenden Spaß hatte Eka eine Überraschung für uns. Zur Belohnung bekamen wir einen erfrischenden, fruchtigen Cocktail. Das war jetzt genau der richtige. In den Gläsern klirrten die Eiswürfel. »Oh, Eka, das ist ja nett von dir. Gibst du mir das Rezept? Dann mische ich mir zu Hause einen Cocktail und denke an euch.« »Klar kann ich das, aber Cocktailrezepte findest du bestimmt auch in Büchern. Auf jeden Fall sind sie sehr einfach.« Lachend prosteten wir uns zu.
Nach kurzer Zeit verabschiedeten sich die anderen von uns. Wir verabredeten uns für ein Lagerfeuer am Abend, wenn es dunkel wurde. Darauf freute ich mich schon sehr. Schließlich hatte ich noch nie an einem Feuer gesessen. Ika und ich setzten uns in den Sand und genossen unsere Cocktails. In der Ferne fuhr ein Segelschiff vorbei. Also wirklich, Eka, bei euch ist es einfach wunderbar. Ich konnte nicht anders, als ein bisschen neidisch zu sein. Deswegen besuchen uns hier auch so viele Menschen, Tiere und auch jetzt auch Bücherwürmer. Eka war sehr stolz auf ihre Heimat. Das durfte sie auch sein. Sie wohnte schon ihr ganzes Leben lang dort, wo andere Urlaub machten. Eka und ich tanzten noch ein paar Runden. Es war zwar sehr warm, aber die kühle Meeresbrise erfrischte uns. Natürlich hatten wir uns vorher mit Sonnenmilch eingecremt. Da ich keine Haare habe, konnte zu viel Sonne für mich sehr gefährlich werden. Das nächste Mal setzte ich am besten auch noch eine Mütze auf. Später am Abend schauten Eka und ich uns den Sonnenuntergang an. Das war wirklich ein unglaubliches Farbenspiel. Eka erzählte mir viel über das Leben hier am Strand. Der Sommer war auch hier die schönste Jahreszeit, aber auch im Herbst oder Winter konnte man die Sonne am Strand noch genießen. Eka erzählte von ihren Kinderschildkröten. Sie hatte dabei einen sehr sanften Ausdruck im Gesicht und ich wünschte, ich könnte als eine kleine Schildkröte bei ihr bleiben. Die Zeit am Strand verging wie im Flug. Es dauerte nicht lange und Eka und ich hatten genügend Holz für ein schönes Lagerfeuer zusammengesucht. Wir legten Steine um die Feuerstelle, damit niemand zu nah an das Feuer kam. Kaum hatten wir ein paar Fackeln angezündet, um den Strand zu beleuchten, da kamen unsere Freunde wieder. Wir hatten uns sehr viel zu erzählen. Die Schildkröten wollten wissen, wie es in einem Bücherregal aussieht, und ich lernte sehr viel über das Leben am Wasser. Wir lachten viel. Jeder hatte etwas Lustiges zu berichten. Die Schildkröten erzählten Geschichten über Urlauber, die manchmal lustig waren, sich manchmal aber auch nicht gut benahmen. Am schönsten war aber, dass meine Freunde mir noch ein Lied beibrachten, ein richtiges Lagerfeuerlied. Nachts hier am Strand, wo jeder Stern hell erstrahlt, wenn Dunkelheit sich übers Meer sacht anschleicht. Schildkröten sind hier immer gern, sind erfreut. Sie singen laut, sie singen leis jedes Lied. Singen Lieder, tanzen Tänze hier am Feuer bei Nacht. Sie sind Freunde, lachen, scherzen bis in die Nacht. Wer Freunde hat, der trifft sich hier an dem Strand. Denn Freunde sind, wie jeder weiß, nie allein. Singen Lieder, tanzen Tänze hier am Feuer bei Nacht. Sie sind Freunde, lachen, scherzen bis in die Nacht. Singen Lieder, tanzen Tänze hier am Feuer bei Nacht. Sie sind Freunde, lachen, scherzen bis in die Wir saßen noch lange am Strand zusammen. Erst als das Feuer nur noch ein bisschen Glut hatte und es kalt wurde, nahmen wir Abschied voneinander. Ich saß später allein in meiner Hütte und fühlte mich einsam. Die Schildkröten waren mir in diesen wenigen Stunden sehr ans Herz gewachsen. Ich schaute in mein Buch und schwupps, saß ich viel zu schnell schon wieder in meinem Bücherregal. Ich war ein bisschen traurig, doch ich plante schon den nächsten Urlaub bei meiner Tante Eka. So konnte man die liebenswürdige Schildkröte wirklich nennen.
Ich wollte den Schildkrötenboogie tanzen und zusammen mit meinen Freunden am Lagerfeuer sitzen. Gleich morgen würde ich ein paar Dinge aufschreiben, die ich nächstes Mal unbedingt in meinen Koffer packen musste. Nicht nur in der folgenden Nacht träumte ich von Tante Eka und ihrem Strand. Auch das Lied, das wir am Lagerfeuer gesungen hatten, ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Bis zu meinem nächsten Urlaub wühlte ich mich durch viele schöne Bildbände, aber kein Buch war so schön wie die Tante Eka und ihr Strand. Ich fand auch einige Bücher über Schildkröten. Es gab ja so viele unterschiedliche Arten. Vielleicht konnte ich herausfinden, womit ich Eka eine Freude machen konnte. Ich bin Bodo, bin nicht dumm, ich bin ein Bücherwurm. Ich baue mir aus Büchern einen kleinen Turm. Ich verschlinge alles, was man lesen kann, ich nasche doch so gern. Ich bin Bodo, bin nicht dumm, ich bin ein Bücherwurm. Fress ganz gern Papier auf Lauf und Buchstabensalat. Auch koch ich gern ein Malbuch in nem Tintenfass. Ich verschlinge alles, was man lesen kann. Ich nasche doch so gern. Ich bin Bodo, bin nicht dumm. Ein Bücherwurm. Ich hab Hunger jeden Tag, auch wenn du es nicht glaubst. Ich fresse gern den I-Punkt, auch in jedem Traum. Ich verschlinge alles, was man lesen kann. Ich nasche doch so gern.